Ich möchte erstmal mit einem Zitat von Edward Bernays beginnen. Einige von euch werden ihn kennen, andere vielleicht nicht. Der amerikanische Film ist das größte unterschwellige Propagandamedium unserer Zeit. Er eignet sich hervorragend zur Verbreitung von Meinungen und Ideen. Filme können die Gedanken und Gewohnheiten einer ganzen Nation prägen. Zunächst erstmal zur Person Edward Bernays. Er selber ist in Wien geboren, ist dann später in den USA aufgewachsen. Im Alter von einem Jahr ist er zusammen mit seiner Familie in die USA. Dort hat er die Theorien von seinem Onkel Sigmund Freud verbreitet. Genau, und er hat ziemlich wichtige Werke geschrieben, unter anderem Crystallizing Public Opinion. Das Buch hat sich auch, war auch in der Bibliothek von Joseph Goebbels zum Beispiel. Das hat ein amerikanischer Reporter herausgefunden, der mal Zugang zur Bibliothek von Goebbels hatte. Und anscheinend hat sich das Goebbels dann unter den Nagel gerissen, bevor er dann dazu aufgerufen hat, die Bücher von Juden zu verbrennen. Genau, das ist unter anderem auch der Grund, warum, also eigentlich der einzige Grund, warum Ken Jebsen als Antisemit beschimpft wird, weil er eben erklärt hat, dass Bernays das Buch von, weil Goebbels das Buch von Bernays gelesen hat und deswegen daraus eben Mechanismen zur Manipulation abgeleitet hat. Und Henrik M. Broder, ein deutscher Intellektueller, will ich mal sagen, hat dann das so umgedeutet, dass es dann als antisemitisch gewertet wurde. Er hat gemeint, Ken Jebsen hat gesagt, der Holocaust ist eine Propagandakampagne. Und ja, Henrik M. Broder hatte halt eben die höhere Deutungshoheit als Ken Jebsen und deswegen ist Ken Jebsen heute nicht mehr für den Staat in den Medien tätig, sondern steht mit uns jetzt auf der Straße und kämpft eben für Aufklärung. Genau. Aber was meint ihr jetzt damit? Er eignet sich dafür, die Gewohnheiten, die Gedanken ganzer Nationen zu prägen. Bernays war ja kein Gegner der USA. Er war zum Beispiel auch daran beteiligt, die Propagandakampagne für den Beitritt in den Ersten Weltkrieg zu gestalten, der USA. Er hat also für den amerikanischen Staat gearbeitet, in Kooperation auch mit den Briten. Und er hat auch für Marlboro, für General Electric hat er gearbeitet und er war eigentlich, hatte immer sehr viel mächtige Kunden. Genau, und die Propaganda war eben im Ersten Weltkrieg auch notwendig, denn Wilson hat eigentlich damit Wahlkampf gemacht, dass, dass sie sich am Europäischen Krieg nicht beteiligen wollen. Und das Volk war auch der Meinung. Was haben die dann gemacht? Die haben zum Beispiel Filme herausgebracht, Poster, wo sie die Deutschen als Barbaren dargestellt haben. Ich meine, okay, wer Krieg führt, ist natürlich nichts anderes als ein Barbar, aber das war natürlich übertrieben. Also die eigenen Soldaten waren natürlich immer die Helden und die Deutschen haben Menschen in brennende Häuser geschmissen. Sie haben den Frauen, den schwangeren Frauen, ihre Kinder aus dem Leib geschnitten. Sie haben öffentliche Vergewaltigungen veranstaltet. Sie haben Kindern und alten Menschen die Gliedmaßen abgeschnitten und genau, also das war halt dann eben wirkungsvoll und das amerikanische Volk war dann doch für den Krieg. Anhand eines Experiments aus den 60er Jahren vom Lernpsychologen Albert Bandura möchte ich jetzt euch mal zeigen, was für ein Mechanismus dahinter steckt im menschlichen Denken. Wie zumindest Vorbilder in Filmen wirken und wie Menschen eigentlich dazu neigen, ihr Verhalten zu imitieren. Bandura hat jetzt Kinder in drei Gruppen aufgeteilt und hat ihnen einen Film gezeigt. Also es war wirklich ein Film, die Vorbilder sozusagen waren körperlich überhaupt nicht anwesend, sie haben einen Film gesehen. Die erste Sequenz war für alle Kinder gleich. Also in der ersten Sequenz ist ein Mann in einen Raum gekommen mit Spielsachen und einer Puppe, auf die er zugegangen ist. Er hat die Puppe geschlagen, er hat auf sie eingetreten, er hat sie beschimpft. Das, was Bandura dann als gewalttätig, als aggressives Verhalten definiert hat.
Die Endungen vom Film waren aber drei verschiedene Endungen eben. Und bei der ersten Endung ist ein zweiter Mann dazugekommen, hat den Mann dafür gelobt, hat sein Verhalten begrüßt, hat gesagt, dass er es gut gemacht hat, so ungefähr. Die zweite Gruppe hat das Ende gesehen, wo der Mann den Raum betrat. Er hat den Schläger eben getadelt, er hat ihn geschimpft und hat ihm eben gesagt, dass sein Verhalten so falsch war, dass es nicht begrüßt wird. Und in der dritten, das war die Kontrollgruppe eben, die haben gar keine Konsequenzen gesehen. Jetzt hat sich herausgestellt, wie zu erwarten eigentlich, die Kinder wurden dann später in denselben Raum geführt, wo eben die Spielsachen waren und die Puppe. Und die Kinder, die das erste Ende gesehen haben, also wo der Schläger gelobt wurde, wo sein Verhalten begrüßt wurde, die haben signifikant häufiger und wirklich ein deutliches Ergebnis, haben viel öfter auf die Puppe eingeschlagen, statt mit anderen Spielsachen zu spielen oder statt nicht aggressives Verhalten zu zeigen. Die Kinder, die das Ende gesehen haben, wo die Puppe geschimpft wurde, wo der Schläger geschimpft wurde, die haben das am seltensten aggressives Verhalten gezeigt. Und die Kontrollgruppe war eben mittendrin, genauso wie man es erwartet hat. So, welche Schlüsse ziehen wir jetzt aber daraus? Also das amerikanische Pentagon hat kluge Schlüsse daraus gezogen. Sie arbeiten mit der amerikanischen Filmindustrie zum Beispiel zusammen. Sie haben ein eigenes Büro dafür, für die Zusammenarbeit mit der Filmindustrie, mit Hollywood. Da gibt es sogar staatliche Dokumentationen drüber, also vom staatlichen Fernsehen. Kann man auf YouTube sehen, Operation Hollywood, US-Kriegspropaganda in Filmen, Marschbefehl für Hollywood, die US-Armee führt Regie im Kino. Ist im staatlichen Fernsehen, also kann man jetzt nicht so als Verschwörungstheorie behandeln. Und wie gesagt, sie haben ein eigenes Büro dafür. Und wichtigste Voraussetzung für die Kooperation mit der Filmindustrie ist zum Beispiel, dass man das amerikanische Militär jetzt nicht schlecht darstellen darf. Dass sie im günstigsten Fall heroisch dargestellt werden. Also wenn du zum Beispiel einen Panzer für deinen Film brauchst, wenn du einen Jet für deinen Film brauchst, wenn du Kleinwaffen brauchst, möglichst günstig, dann gehst du dahin und schickst dein Drehbuch ein. Sie machen ein paar Korrekturen und wenn du die Korrekturen annimmst, dann bekommst du die Teile ziemlich günstig. Bei Filmen wie Top Gun zum Beispiel, da ging es nicht nur um die Rüstungsgüter, sondern der Film wurde auch vom Ministerium selbst bezahlt. Also das war ein Film aus den 86er Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Tom Cruise fliegt begleitet von Rockmusik ein Jet und knallt ein paar Russen ab. Und er ist natürlich der coolste im Film. Und der Filmbeauftragte des Pentagon, sagt in der Doku selbst, führt die Rekrutierungswelle der Jetpiloten in den 90er Jahren, führt auf diesen Film zurück, er selbst. Und also das Pentagon, das ist ja keine private Organisation, das ist ja von den Steuerzahlern bezahlt und es ist eben so, dass man von seinem eigenen Steuergeld eigentlich manipuliert wird. Und das ist schon eine Frechheit. Das ist eben, nicht nur in Kriegsfilmen wirkt es natürlich manipulativ auf uns, auch zum Beispiel, wenn ein Charlie Sheen jetzt zum Beispiel Tag für Tag andere Frauen, sag ich mal, bearbeitet wie eine Nähmaschine oder in Musikvideos, wenn sich Menschen so, also Musikanten halt so verhalten, wie sie sich verhalten manchmal oder eben auch bei Demonstrationen, also bei öffentlichen Diskussionsrunden jetzt zum Beispiel auch im Fernsehen, wenn du siehst, dass bei einem Thema jetzt, also ich bin ja selber Migrantenkind, aber das Thema muss beredet werden, finde ich jetzt auch zum Beispiel, weil da kann man ja keine Gegenargumente bringen, wenn nicht drüber geredet wird. Und bei Migration oder im Thema Israel oder über allgemein über den Nahen Osten oder über den Kapitalismus oder allgemein über unsere Gesellschaftsordnung, wenn es da Tabuthemen gibt und wenn Leute dafür kritisiert werden, wir beobachten das und das wirkt, ob wir wollen oder nicht, das wirkt auf uns. Da überlegt man sich fünfmal, ob man jetzt ein Thema anspricht. Und
Wir können jetzt natürlich nicht verlangen, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen oder auch Erwachsene, auf die das ja natürlich auch wirkt, dass man sie von den Fernsehgeräten fernhält. Das Verbieten ist natürlich nicht der Weg, um jetzt Aufklärung zu schaffen. Was wir aber sehr wohl verlangen können, ist, dass es die Erfahrungen, die wir vor den Fernsehgeräten machen, die wir in unserem Alltag machen, dass wir die durch ein Bildungssystem, das uns eben solche Mechanismen aufzeigt, dass wir sie verarbeiten können. Wir wollen ein Bildungssystem, bei der man auf derartige Erfahrungen eben vorbereitet wird. Genau, also über weitere Experimente werde ich euch dann bei den nächsten Reden auch mal erzählen, falls mir der Stefan die Gelegenheit bietet. Jetzt möchte ich nochmal zurück zu Massenmanipulation und zu Bernays. Und auch andere Autoren haben natürlich über Massenmanipulation geschrieben, also er war nicht der Einzige. Wilfred Trotter, Freud selber, also nicht über Manipulation, sondern Propaganda und die Massenseele, wie sie beschreiben. Genau. Ich möchte nochmal aus Propaganda von Bernays zitieren. Anstelle von Gedanken stehen bei der Gruppe Impulse, Gewohnheiten und Gefühle. Um zu einer Entscheidung zu gelangen, neigt sie gewöhnlich als erstes dazu, dem Vorbild eines Führers zu folgen, dem sie vertraut. Das ist eine der am besten abgesichertsten Erkenntnisse der Massenpsychologie. Steht kein Vorbild eines Führers zur Verfügung, muss die Herde für sich selbst denken. Dabei greift sie zurück auf Klischees, Schlagworte oder Bilder, die für ein ganzes Bündel von Ideen und Erfahrungen stehen. Wilfred Trotter fügt noch hinzu, angesichts einer komplexen Welt, zu der selbst Experten unterschiedliche Meinungen haben, kann die Meinung eines Laien nicht das Resultat eines rationalen Denkprozesses sein. Ist eigentlich logisch. Zum Beispiel die Meinung, also wenn man jetzt kein Experte ist, die Meinung über Wirtschaftspolitik, über Nahostpolitik, über das...